Lux leuchtet ein. In Zeppelinheim kann man auf Zeitreise gehen. Hier steht das Zeppelin-Museum und das widmet sich ganz der Geschichte der fliegenden Luftschiffe. Insbesondere der Passagierluftfahrt. Und die war in den 1920ern besonders beliebt. Die vielen Exponate veranschaulichen, wie sich die Technologie der Zeppeline entwickelt hat und geben eine Vorstellung, wie es gewesen sein muss, damals mit einem solchen Luxusriesen zu reisen im Vergleich zum Flugzeug. Der große Unterschied ist eigentlich, dass sie mit einem Flugzeug zu der Zeit sehr, sehr viel langsamer geflogen sind von der Reisezeit. Mit einem Zeppelin, wenn sie zum Beispiel den Atlantik überqueren wollten, waren das 3,5 Tage, ging demnach sehr viel schneller als ein Flugzeug von damals. Ansonsten sind die Unterschiede natürlich die Komfortabilität. Sie sehen ja schon hier überall, sie haben richtiges Essen bekommen. Im Flugzeug zum Beispiel ist es ja manchmal nicht ganz so lecker, wie die Leute mal berichten. Hier haben sie ein richtiges Menü. Sie haben zum Beispiel gab es einen Fischtag, verschiedene Fischforellen, Lachs, also richtig edel. Dann hatten sie überhaupt gar keine Turbulenzen im Zeppelin. Das heißt, es war eine sehr smooth Reise. Sie durften das Fenster aufmachen, wie Sie zum Beispiel sehen können, frische Luft reinlassen. Ich glaube, das sind so die ersten prägnanten Unterschiede. Reisen mit dem Zeppelin. Das hieß Reisen mit Stil. Die Gäste haben in absolutem Luxus gelebt und sollten auf ihrer Reise keine Annehmlichkeiten vermissen. Für alle, die das selbst erleben möchten, bietet das Museum mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel auf das Promenadendeck der Hindenburg gehen, dich hinsetzen und die Aussicht genießen. Oder du ziehst dir einfach die Virtual Reality Brille an und kannst dich frei im Zeppelin bewegen und den erkunden. Das Zeppelin Museum bietet dir also die Möglichkeit, um mehr über die fast vergessene Zeit der Luftschifffahrt zu lernen. Lux leuchtet ein.